Modems. Und jetzt? Ach, warte mal. Kannst du hier ein Portal durchschießen? Ja, geht. Ja! Lass los! Ah. So. Sind wir da rein? Ja! Holy moly! Oh Mann! Wo bist du? Okay. Oh, falsche Richtung. Hab ich gleich was kaputt gemacht? Oh! Leicht pervers aus. Hier fliegt ständig ein Ball rum. Den brauchen wir auf jeden Fall. Genau, kommt daher. Da ist eine Konsole. Kann ich da was drücken? Okay, ich habe was gedrückt. Und zwar gibt es das Kraftfeld hier. Okay. Da musst du was setzen dann. Aber was soll ich denn da... Nee, das bringt ja nichts. Oder bringt das was? Nee, doch, da kommt der schräg da rein. Ja. Oh. Falsche Richtung. Dezent, ja. Ich hab eins brauchen wir auf jeden Fall. Das hier macht mich noch ein bisschen nervös, weil du da auch was setzen kannst. Geht ja weg, wenn du durchgehst. Das ist das Problem. Kann halt nur da und da setzen sonst. Okay, schade. Ich dachte, der geht bis da oben hin. Ja, das bringt mir in erster Linie nichts. Ja, eben. Das ist jetzt interessant, okay. Ich meine, wir haben nur drei Möglichkeiten, wie wir das machen können. Also das da hier, würde ich schon sagen, ist ziemlich richtig, damit er nicht weiterfliegt. Ja. Aber wie kriegen wir den dann zu uns rüber? Die Frage ist, wo soll der landen? Die andere Frage ist, welcher Volltrottel baut eigentlich sowas? GLaDOS. Der Innenarchitekt gehört verklagt. Durchgehe. Okay, da komme ich von hier aus auch nicht hin. Hm. Warte mal. Ja, hast du nie Geistesblitz? Kann ich den dann da so runterfallen lassen? Also mach mal die Sperre. Wohin? Da wo mein blaues ist. Haben wir ja gerade schon gehabt. Okay. Aber das ist ungefähr, was ich mir gerade gedacht habe. So. Dann geht er in die andere Richtung. Ja, klar. Wobei, warte mal, ich habe eine Idee. Lass mal, lass mal. Hm? Wo meinst du? Ja! Hab ihn! Ja, es hat geklappt! Ich bin ein Genie! Ne, du, ja! Nö, ich lasse ihn fallen! Nehme ich den dir weg! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Sag du an! Eins, zwei, drei!
Oh, es geht immer noch weiter. Okay. Bridge Quality Control. Mhm. Achso, ich dachte mal, die meinen das Kartenspiel. Nee, das Kartenspiel meinen die nicht. Da kommst du hoch? Ja. Was bringt dir das? Oh, fuck. Ich hab den Winkel vergessen. Achso. Warum stehen da Zahlen drauf? Damit du was zum Fragen hast. Warte mal. Es ist, wird interessant. Wenn du dich da jetzt fallen lassen, wird da drüber fliegen, aber wenn du mit der Brücke die Sperre reinhaust, kommen wir darüber. Warte mal. Bist du genau über der 2? Ja. Dann bleib da mal bitte. Ich will was crazy ausprobieren. Ja, wenn du jetzt die Brücke bei der 2 rausschießt und ich bei der 1 durchfall. Wirklich? Das funktioniert! Kaum zu glauben. Wahnsinn, oder? Mein Gehirn ist nicht nur für Dünnpfiff da. Dass der Dünnpfiff funktioniert hat. Tja, wo ist die Disk? Darf ich es diesmal reinstecken? Was steht denn hier eigentlich? Kopierer. Da wurden sicher einige Leute vergewaltigt. She is eine Ellipse. Was sind das für... Was sind das für Rechnungen da? L-Hydro. Okay, irgendwas mit Hydro. Hydrostatischer Druck ist es ja nicht, es ist ein L. Ich hol die Disk. Also, was sind die Disk? Hab sie. Lass mich sie reinstecken. Oh. Da kannst du euch eigentlich das ganz hart reingesteckt. In Kürze wird das Wort bla fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz mal. Und gar wenn du unwichtig. Wenn du hinter die Anzeige guckst, ist ja gar keine Anzeige. 33, 41, 18. Geh mal dahinter. Ah, verdammt! Bei mir sieht man es dafür. Okay, ich schau schon bei dir an. War nämlich kein Bildschirm da. No. Ich konnte einfach durchsehen. No. Da hat man wieder mal gefailed. Gefailed? Der Failord? Ja. Damit haben wir sogar Abschnitt 3 geschafft. Wirklich? 3? Mhm, minus 3. Ein minus 5. Das glorreiche minus 5. Da sind alle Teststrecken abgeschlossen. So. Sicherheitsstufe C zugewiesen. Da ist 4. Zu allen Teststrecken sowie zu 3 unserer 176 Pausenräume. Wow, 3 von 176 Pausenräumen, das ist doch was. Ja. Wieso habe ich minus 306 wissenschaftliche Kollaborationspunkte? Weil du minus schlecht bist. 306! Erklärst du mir das? Nee. So, auf geht's. Nummer 4. Okay. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich wollte durchs Loch. Ich wollte auch durchs Loch. Man will immer ins Loch. Wir haben nebenbei noch 7 Minuten für die Folge. Toll für die Folge. Ja, da müssen wir ja Allgemeinschluss machen, weil ich glaube, mehr schafft meine Festplatte nicht. Also Leute, dann bis in 4 Monaten. Zu Weihnachten gibt's dann die erste Folge. Die ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Okay, damit geht die Plattform runter. Ein Knopf! Oh! Oh Gott. Schleim raus. Ach, ich weiß noch nicht, den Schleim. Was war das nochmal? War's nicht. War's Warte bouncen. Mal. Ich meine, es war Bouncen, ja? Ja, das war der Tatsache! Bouncen. Ich lasse die Plattform runter. Und hoch mit dir. Gerade. Da. Oh, warte. Da oben blauer Schleim. Jetzt musst du mal auf die Plattform gehen.
du mir ein Portal setzen? Oder kommt noch wo was? Komm, geht euch mal ein Rotes. Hey, gracias. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Was, das war's schon? Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Hm, vielleicht schaffen wir noch einen Test, wir haben noch 5 Minuten. Und wir schaffen sogar 2. Okay, die Herausforderung nehme ich an. Und jetzt sehen wir, was das für eine Strecke ist und wir sagen Nope. Nope. Wie damals, wo wir aufgehört haben, vor 3 Monaten. Wundert ihr nope, euch? Nope. Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Ich glaube, sie wollten okay, da kommt blaue Grütze raus. Indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Ach, der Kram, der ist cool. Oh nein, nicht der Schwebetraktor. Haha, der Schwebetraktor des Todes. An der Knopf eigentlich? Ach. Was hat der Knopf gemacht? Ich hab's nicht gesehen, mach's nochmal. Ah, okay. Und jetzt? Toll. Das ist eine gute Frage, was jetzt... Will er reinspringen? Das sieht so aus, als ob wir blaue Grütze brauchen, um das nicht mit dahin zu pumpen. Ja, aber wo kriegen wir die blaue Grütze her? Er geht ja nur von da. Ich guck mal, wie es da aussieht. Also ich könnte da ein Portal hinsetzen. Dann mach mal. Und jag die blaue Grütze rein. Kann ich schweben lassen? Blaue Grütze. Okay, das ist da hinten an die Wand gemacht. Ich mach noch mehr blaue Grütze. Noch mehr an der Wand. Kannst du auf meine Perspektive gucken? Ah, die Wand da, okay. Ja. Das Problem ist, ich kann die Grütze nirgendwo anders hinsetzen. Ich krieg woanders keine Portale mehr hin. Ich kann bei dir drüben leider auch keine setzen. Da. Warte mal. Bleib mal da. Setz mal hier das Dingens hin. Hier so. Ach, meinst du den Schweber? Genau. Meinst du, die blaue Grütze schweben zu lassen? Ja. Mach mal weg. Ja, das geht. Zu spät. Ich mach nochmal neu. Mach weg. Ja. Oh. Das hättest du nicht gedacht. Nicht ganz. Mach's anders weg. Ja. Okay, jetzt haben wir schon mal da blaue Grütze. Jetzt brauchen wir die nur noch da. Wie kriegen wir das hin? Warte. Ah, doch, klar. Dem Schweber könnte ich's da. Ja gut, aber wie kriegen wir die blaue Grütze dahin? Die fliegt ja hier quer durch. Wack. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen das wie vorhin. Du machst dein Portal dahin erstmal. Wieder das Falsche. Ja. Nein, nicht so. Okay. So, ich schieße jetzt die blaue Grütze nach oben. Ja. Wenn sie dann hier in dem Schwebedings ist, machst du dein Liedernis dahin. Okay. Guckst du denn jetzt? Ja! Ich bin ein Genie! Huhu, schnell auf die Plattform. Nein! Das war leicht schief. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Weil ich nicht wusste, wo die Plattform ist. Komm, ich bin Versuchskaninchen, geh du auf die Plattform. Die Sache ist sie. Kommt dann der zweite rüber? Das werden wir gleich herausfinden. Wah, wah, wah.
Schöne ist, ja. Ich hab gerade seine Perspektive angehabt und jeder hat's gesehen. Na super, ohne mal Video zu gucken, sieht man's schon. Ja. Du bist scheiße. Warum sind Videospieler so scheiße? Ja. Ich bin gespannt, wer das Zitat kennt. Ich glaube niemand. So dankst du mir! So dankst du mir! Warum pinkst du? Weil ich's kann. Ach du Scheiße. Okay, das war leichter nicht. Kannst du wieder bauen? Spring? Wie springen? Ja. Wohin denn? Einfach hoch. Der immer höher kommen. Nein. Warte. Was? Kommst du nicht höher? Schicken wir wieder zurück. Warte, geh rein. Das bringt aber auch nichts, ich hab den Schwung nicht. Doch. Nee, hab ich nicht. Kann ich irgendwo rüberschießen? Okay. Das war mit Absicht. So, jetzt richtig. Ja. Gut aus. Ja. So, wie komme ich rüber? Auf geht's. Ja. Wie viele fiese Sachen ich jetzt machen könnte. Base. Hast du gerade die Gunst des Zweckkönigs bekommen? Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch, weniger tödliche Tests. Ich will mehr. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Gutes Argument. Aber weißt du was? Was denn? Wir haben erstmal genug gemacht für heute. Nein! Doch! Okay, und jetzt? Deswegen machen wir jetzt erstmal Schluss. Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön... Du musst! Nein! Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Oder extrem tödlich, doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Dann würde ich mal... Das muss sein. Wollte gerade sagen. Wir sehen uns dann in 3 Monaten dann wieder. Ja. Vielleicht bis dann. Wenn wir gnädig sind. Bis dann, tschüss.